Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute gibt es mal wieder ein Erfolgsinterview. Ich habe heute die Andrea bei mir. Sie hatte mir bei YouTube in die Kommentare geschrieben, dass sie selber auch schon eine Krise überwunden hat und jetzt auch schon dabei ist, anderen Menschen zu helfen. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das eine super Gelegenheit, euch davon profitieren zu lassen, dass Andrea uns heute ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Andrea. Ja, hallo, liebe Sabine. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich. Vielleicht magst du einfach am Anfang dich mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen von dir erzählen, was so deine Hauptthematik war. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es bei dir eher die Angststörung als die Depression, was ja oft miteinander einhergeht, ne? Wo man gar nicht so genau unterscheiden kann, was ist es jetzt eigentlich. Aber der Schwerpunkt lag bei dir auf den Angststörungen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat und wie das verlaufen ist. Ja, also wie so vieles hat das auch mit meiner Geschichte zu tun. Viele Krankheiten, viele Symptome, körperlicher Art Symptome auch, rühren ja von seelischen, also haben einen seelischen Ursprung. Und so war es auch bei mir. Und vieles stammt ja aus der Kindheit. Ne? In der Kindheit oder auch Jugendzeit werden wir geprägt, ohne dass wir es so wissen. Ne? In der Kindheit können wir vieles nicht verstehen, was um uns geschieht und so weiter. Also das ist ziemlich schwierig. Und diese Prägung ist so enorm, weil wir es eben nicht verstehen können. Ne? Ein Kind will geliebt werden, kommt auf die Welt, hat keine Vorbehalte, keine Vorurteile und will einfach nur geliebt werden und versteht dann nicht, was um einen herum passiert. Und die Angststörung, die ist bei mir 2016 ungefähr diagnostiziert worden. Und damit, also zu dem Zeitpunkt ab da, habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Warum und weshalb und wo es herkommt. Und wenn ich mal in Ruhe dann darüber nachgedacht habe, nachdem ich auch andere Sachen hatte, also 2006 hatte ich Hörsturz, beziehungsweise noch eher 1993 hatte ich den ersten Migräneanfall und seitdem habe ich Migräne, was sich später dann zu Fibromyalgie auch ausgeweitet hat. Also Verkrampfung. Fibromyalgie ist ja auch so Verkrampfung. Und Verkrampfung hat mit Angst zu tun, ne? Oder Verkrampfung mit Verspannung und das kommt von Angst. Und wie gesagt, wenn ich mich dann doch mal damit auseinandergesetzt habe, dann wurde vieles klar. Im Nachhinein versteht man das dann, ne? Genau. Das ist oft so, dass man körperliche Symptome kriegt und die sind dann schon ein Warnzeichen, aber du verstehst es in dem Moment noch nicht, ne? Und im Nachhinein versteht man es dann, ja. Ja. Und am Anfang sind die Symptome auch klein, ne? Und dann werden die immer größer und immer schlimmer, ne? Und da muss man es dann doch mal hinterfragen, da wird man gezwungen, ne? So ist eigentlich bei jeder Krankheit dann, ne? Bei jeder Erkrankung. Ja, es wird so lange schlimmer, bis du dich aufraffst, dich mal dein Hamsterrad anzuhalten, um dich mal mit dir und deinem Inneren zu beschäftigen. Ja. Und so war es bei mir. Also ich habe mich dann intensiv damit auseinandergesetzt und ja, gerade mal dann in die Kindheit geschaut. Ne? Und bei mir war es so, ich war ungefähr 3 oder 4 Jahre alt und da ist mein kleiner Cousin gestorben an plötzlichen Kindstod. Also ganz plötzlich, du kannst dir ja vorstellen, in was für einer Trauerblase, kann man ja sagen, also die Verwandten, die Eltern und also das nahe Umfeld, die waren so erschüttert und so traurig und das versteht man als Kind nicht. Ja, du hast den Tod deines Cousins wahrscheinlich selber gar nicht verstanden, aber, aber die Reaktion der Erwachsenen, die war für dich wichtig. Sicher, genau. Ja. Und meine Oma lebte auch bei uns und die hatte vor meiner Geburt ungefähr 8 Jahre vorher auch eine Tochter verloren, eine erwachsene Tochter. Aber für eine Mutter ist das generell am schlimmsten, wenn man sein Kind verliert, egal welches Alter. Ne? Ja. Und jetzt war das also so ein enormer Trauerprozess um mich herum. Ne? Und die Eltern und alle Verwandten oder das engste Umfeld, die waren so mit sich beschäftigt. Ne? Die konnten sich ja dann auch nicht so um mich kümmern. Ne? Und das ist dann auch noch so ein Aspekt, wenn man krank ist als Kind, dann müssen sich ja die Eltern kümmern. Ne? Und das spielt bei vielen Krankheiten im Erwachsenenalter
auch eine Rolle. Das habe ich dann auch später verstanden. Das ist das, was man so als Sekundärgewinn bezeichnet. Genau, ne? Genau. Sekundärer Krankheitsgewinn, dass du irgendeinen genau. psychologischen Vorteil daraus ziehst, wenn du krank bist. Genau. Und das ist ja nicht böse gemeint. Das macht man im Unterbewusstsein, geschieht das ja, oder unbewusst, ne? Als ja. Kind. Und diese Prägung bleibt ja dann bis später. Ne? Ja, es ist ein Muster. Ne? Es ist ein Überlebensmuster, genau, was genau. sich ausbildet und was du auf unbewusste Weise immer, immer wieder dir ja. neu kreierst. Ne, manche haben auch ständig Unfälle oder sowas, so kleine, ja. Bein gebrochen, Arm gebrochen. Genau. Ne, weil sie, und das ja. passiert völlig unbewusst, einfach weil ne, das Unterbewusstsein weiß, und ja. dann kriege ich wieder meine Aufmerksamkeit, genau. die ich brauche. Mhm. Ja. Und als Kind will man auch die Eltern glücklich machen oder will man sein Umfeld glücklich machen. Das ist irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, so eine Anlage wahrscheinlich in den ja. Kindern, oder weil man es nie versteht. Ne? Also damals gerade die Trauer bei mir um mich herum, da habe ich mich zum einen schuldig gefühlt, weil ich meine Eltern nicht glücklich machen konnte oder mein Umfeld. Ja. Verstehst es einfach nicht als Kind, ne? Dass es ja, genau. gar nicht deine Aufgabe wäre, deine Eltern glücklich zu machen. Oder dass genau. es ganz normal ist, eine Trauerphase zu durchleben. Ja. Ne? Mhm. Und dadurch also kommen Minderwertigkeitskomplexe und Versagensängste. Das ist schon die erste Angst, die da gekommen ist. Ne? Mhm. Man hat, ja, man fühlt sich minderwertig und denkt, ja, wozu bin ich eigentlich auf der Welt so ungefähr? Also wenn ich die Eltern nicht glücklich machen kann oder die Leute um mich herum, die Menschen um mich herum, mhm. Ja, was bringt es dann für mich? Ne? Und dann, das war also Versagensangst. Mhm. Dann kommt Verlustangst, weil ich ja merke, um mich herum sind die alle ganz traurig, weil jemand verloren gegangen ist, also weil jemand gestorben ist, weil ein Verlust eingetreten ist. Und diese Verlustangst, die meine Eltern und das Umfeld dann hatten, hat sich ja natürlich ganz stark auf mich auch gelegt. Ne? Ja, meine Mutti hat auch ganz dolle Angst gehabt um mich. Und ja. das ist schon das Nächste. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir unterwegs waren in der Sächsischen Schweiz und auf dem Felsen dort, ne, geh nicht zu weit. Es könnte ja was passieren. Ja, ja, und klar. Mach das und nicht. Vor dem Hintergrund, dass da schon genau, was passiert. Genau, wurde ich immer gestoppt und pass auf dich auf. Und da ist natürlich eine Überangst von meiner Mutti. Das ist ganz selbstverständlich. Ne? Sie hat ihren kleinen Neffen verloren. Und, ja. und diese ganze ja, Trauerphase, das verkrampft sich dann in einem. Ne? Also bei meinen Eltern, und das prägt mich schon, ne? enorm als Kind. Ne? Ja, du bekommst ja auch so einen Glaubenssatz, die Welt ist ein gefährlicher Ort oder sowas. Genau. Ne? Das ist dann so die Grundüberzeugung und die führt sich dann fort. Ne? Genau, genau. Und das ist aber so enorm. Aber das Schwierige darin ist, dass man das ewig nicht begreift. Ja. Auch wenn man dann die ersten Symptome bekommt. Man weiß nicht, was das ist. Ne? Die Verkrampfung, die Verspannung. Die Ärzte haben mir dann so eine Muskellösung, also Muskelrelaxanz heißt, glaube ich, verschrieben. Ja, sie sind verkrampft, die Muskeln müssen gelockert werden und sowas. Ne? Also, aber den Ursprung oder warum es so ist, ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Problem. Ja. Ne? Denn diese Medikamente haben Nebenwirkungen gehabt, also Magen-Darm, es war ganz schlimm und das konnte ich nicht nehmen. Und dann, ja, wie gesagt, man muss den Symptomen dann nachgehen. Ne? Also wie gesagt, ich hatte die Mutti auch als Pflegefall sehr lange. Also im Prinzip habe ich mich immer um meine Mutti gekümmert, in dem Falle. Betreut und gepflegt, sie war chronisch krank. Ich sage jetzt auch nicht, welche Krankheit noch, aber also es war ganz schlimm. Mit Folgeerkrankungen, Inkontinenz, vorn und hinten, ich sag's mal so jetzt. Ne? Also ich habe da auch dadurch sehr viel durch. Ja, ja, das glaube ich. Mit der Betreuung und der Pflege mit meiner Mutti, also das war schon... Und sie tat mir auch leid, meine Mutti. Ne? Also es war von Anfang an, als Kind schon. Der Wunsch bleibt ja, ne? Das ist dafür zu sorgen, dass es der Mutti gut geht. Das genau, ja genau. Drin. Und das hat mich auch selber auch natürlich sehr viel Kraft gekostet. Ne? Ja. Ich hatte ja auch Familie, bin voll arbeiten gegangen, später dann Teilzeit und war auch selbstständig teilweise, als Sekretärin damals noch. Aber das hat mich unheimlich alles Kraft gekostet. Und da ist eigentlich, wenn die Migräne, wie gesagt, seit 1993 sich auch dann verschlimmert hatte,
und dann auch noch private Sachen hinzugekommen sind, irgendwann geht es dann gar nicht mehr. Ne? Also 2006 kam dann ein Hörsturz. Und das ist ja schon ein krasses Zeichen der Psyche eigentlich. Genau, ne? Genau. Sagt, so, jetzt ist hier mal wirklich Stopp. Ja. Und da hatte ich dann also 4 Wochen Drehschwindel und konnte gar nichts machen. Also das war extrem auch. Mhm. Ja, weil das ja im Ohr und Tinnitus und das Ganze, das hat ja auch viel mit dem Innenohr und Drehschwindel, kommt ja da auch viel davon. Mhm. Ja, und das war dann immer schlimmer geworden. Auch die Migräne und wie gesagt zur Fibromyalgie. Und ja, 2011 ist mein Vater dann schwer krank geworden noch. Mhm. Und dann mussten sie auch ins Heim kommen, weil die Ärztin von meinen Eltern dann gesagt hat, sie können die beide pflegen. Sie sind ja jetzt schon kaputt fast. Ne? Also hatten ja auch schon Hörsturz und alles. Im Grunde, ne? Wenn man das genau so bezeichnen kann. Ja. Und da war ich also in den ganz drastischen Monaten, November, Dezember, Januar so ungefähr, 2011, 12, fast 24 Stunden für die Eltern da und danach kam Burnout bei mir. Also es war fast folgerichtig. Ne? Also, ja, es musste so kommen. Aber du, ja, was willst du machen? Du weißt in dem Moment genau nicht, ja, du kannst es doch jetzt nicht allein lassen. Es muss doch irgendwie gehen. Ja. Und dann, man hat ja selber aber noch Kind zu Hause. Ne? Also ja, ich meine, und Arbeit ja auch. Also es sind ja am Ende finanzielle Aspekte auch. Ne? Ja, also, ja. Und das ist das Dilemma. Man ist dann so tief da drin verstrickt. Ja. Und die Ängste kommen dann noch dazu, die finanziellen Ängste, die Zukunftsängste. Ja. Zu den Ängsten, zu den anderen Ängsten und Minderwertigkeitskomplexen und alles eingemischt. Da kommt, ne? Ja. Das kommt ja dann alles noch zusammen. Ne? Das ist ja und auch das ist also, ganz schwierig. Ja, hm. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so ein paar Grundängste, die hat man von der Kindheit ja an. Und solange gut, man noch, ne, genug Lebensenergie, ja, hat, kann man die noch, ja, unterm Deckel halten und in seinem Alltag funktionieren. Genau. Ne? Aber, ja, je mehr Kräfte du ausgibst von deinem, das ist ja wie so ein Konto, ne? Du, genau, gibst Kräfte, genau, aus und, ja, dann irgendwann hast du nicht mehr genug Reserven, um diesen Kindheitskrempel noch weiter, genau, unterm Deckel zu halten. Ne? Und, ja, dann, bam, plötzlich steht, genau, das dann da und es bleibt, ja, dir nichts mehr anderes übrig, als dich jetzt wirklich drum zu kümmern. Ja, genau. Da, mhm, aufzuräumen. Wahrscheinlich, ich nehme an, dass deine Mutter mit ihren Krankheiten, dass das auch irgendwo psychosomatisch so ein bisschen auf jeden war, Fall, ne? Auf jeden Fall, und, genau, auch mit der ganzen, ne, die früheren Generationen, da war das noch nicht so, dass man dann da genau richtig in der Psyche aufgeräumt hätte, ne? Sondern, ja, man ist dann eher so den schulmedizinischen Weg gegangen, genau, und Augen zu und durch versucht, mhm, genau, und haptisch nicht so nach dem Motto, ne? Ja. Und das, ja, ist ja auch die, ich sag mal, die Kriegsgeneration, ne? Der Zweite da Weltkrieg war das damals. So, ne? Und ja, da ging es ja auch bloß ums Überleben. Ne? Ja. Das nackte Überleben sozusagen. Ne? Ja, das war deren Überlebensmodus, nicht in die Psyche zu gucken. Ne? Und das, genau, macht sich, genau, natürlich dann auch irgendwann in, ja, irgendwelchen Krankheiten oder so bemerkbar. Genau. Ja. Und auch vor ein paar Jahren war es ja noch verpönt, generell, ne? In die Psyche zu gucken. Hab, ja, weil man nicht ist so, ja so. Und das bisschen, Leben, ne, ist hart. Genau, klar, das Leben ist so. Ne? Ja. Mhm. Jetzt sage ich nur, das Sächsisch kommt durch. Alles gut. Ja, okay. Was, ja, war so der Punkt, oder ich weiß nicht, hattest du so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich was ändern und jetzt muss ich mir Hilfe holen. Hattest du da so einen speziellen Moment? Ja, also 2015 bin ich im Prinzip nochmal mit Burnout in Berührung gekommen. Das war 2015, genau. Und da habe ich mir dann eigentlich viele Bücher besorgt über die Psyche auch. Also ich habe mindestens 30, 40 Bücher gelesen. Ich auch. Genau. Und da, um das, dann kommt man erstmal mit dem Ganzen in Berührung. Ne? Was und ja, was und warum? Das Warum eigentlich? Ist ja eigentlich immer die Frage, warum. Ne? Und man fängt auf einmal an, das Puzzle zusammenzusetzen im Kopf, genau, und das, genau, zu verstehen, was, ja, da los ist. Ne? Ja. Ja, das ist dieses, und das denke ich auch heute jetzt immer wieder, man müsste viel mehr Kind sein. Ein Kind fragt, warum? Ne? Warum ist der Mond da? Warum scheint die Sonne? Das sind solche Fragen. Ne? Und ja, wir müssten eigentlich das auch viel mehr. So eine kindliche Naivität zum Teil und auch immer fragen, warum. Ne? Also das Hinterfragen, denke ich mal, ist schon, ohne in Grübel fallen zu gelangen. Ne? Also das wollen wir ja auch nie. Also dass man zu stark grübelt, ja, da ist es manchmal auch schwer rauszukommen. Ne?
Ja, dann gerät man wieder in diese, in dieses Ohnmachtsgefühl, nicht alles begreifen zu Genau. können, was man gerne Ja. begreifen möchte, ne? Genau. Und hast du dann, bist du in einer Klinik gewesen oder hast du eine ambulante Therapie gemacht oder Medikamente genommen oder wie ist das dann weitergegangen? Nee, ich habe mich im Prinzip selbst therapiert, kann man so sagen. Ja. Also mit Büchern lesen, mit, was hast du noch Genau, gemacht? ja, Bücher gelesen. Und dann habe ich ja irgendwann das auch aufgeschrieben, einfach angefangen. Das hatte ich auch mal irgendwo gehört, dass man einfach sich das von der Seele schreiben soll. Und das war dann eigentlich der Start, dass ich dann auch selber Bücher herausgegeben habe. Okay, Ja. also du hast selber Bücher geschrieben dann auch Ich über habe selber, deine. ja, genau. Ich habe selber Bücher geschrieben. Also ich hatte es nie vor, das zu veröffentlichen. Ne? Ich habe einfach mir das von der Seele geschrieben. Erstmal nur für dich so Ja, geschrieben. genau. Und dann hatte ich das ja irgendwie gefunden, auch mit diesem Selbstverlag. Und da dachte ich, ist nicht teuer, probiere ich einfach mal. Und so gehe ich jetzt immer mehr auch, was die Podcasts betrifft oder auch jetzt das Video, einfach mal probieren. Ne? Ja, Und das super. ist auch eine Stufe, wo ich denke, die gröbsten Ängste habe ich schon überwunden. Ne? Ich bin jetzt, bei mir überwiegt jetzt die Neugier. Ne? Gerade mit dem Videodreh. Ich wollte ja nie vor die Kamera, ne? Das weißt du ja. Ich hatte gesagt, nein, das will ich nicht. Und ein Und jetzt Interview, darfst du das dir auf traue die ich mich Schulter nicht. klopfen, dass du dich Genau. das getraut hast. Ne? Ja, Ja, und man geht so Schritt für Schritt aus seinen Ängsten raus. Ne? Das genau. geht mir ja genauso. Ich bin auch noch auf dem Ne? Weg. Ja. Ne? Man muss es wirklich dann einfach machen, Komfortzone Genau. überwinden, in dem Ja. Tempo, wie es sich gerade noch gut anfühlt, sozusagen. Ne? Genau. Denn auch, also vielleicht vor 1, 2 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich das mache. Podcasts mache oder dann auch Videos mache. Erzähl mal Das von hätte ich deinem nie Podcast. für Wir können möglich das gehalten. nachher in der Videobeschreibung verlinken, ne? Dass man auf Ja, deinem das wäre Podcast auch schön. draufkommt oder und sich über deine Bücher informieren kann. Ja. Erzähl mal, was du da alles so erzählst in den Podcasts oder wie, weiß nicht, gibst du dann ganz viele Tipps, was dir noch geholfen hat oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, im Prinzip, was ich dann verstanden habe im Laufe der Krankheit von mir, oder ja, ich nenne es mal jetzt Krankheit, die Angststörung, ne? Was ich da verstanden habe bei mir selber, ne? Und warum das bei mir so ist, ne? Diese Ursachen, dieses Ursache-Wirkungsprinzip im Prinzip, ne? Also dass das, und wie gesagt, ich habe auch noch vor ein paar Monaten überlegt, warum kommen die Symptome immer wieder? Ich bin so weit jetzt gegangen und trotzdem kommen immer wieder Symptome. Immer wieder ganz drastische Symptome, ne? Dass ich teilweise nicht laufen kann. Also die Fibromyalgie, dass die so zupackt sozusagen. Ne? Und ich bin so weit gegangen und bin schon so, also, oder weit, sagen wir jetzt, entwickelt, aber in der, auch in den Gedanken, ne? Dass ich auch hinterfrage oder wenn negative Gedanken kommen, hinterfrage ich relativ schnell jetzt oder sage relativ schnell Stopp und dann merke ich, dass ich mich wieder abgewertet habe. Und das ist das Hauptproblem. Und Und das sage ich in meinen das ist Podcasts der, auch. Genau. Das Hauptübungsfeld ist das Das auch, ne? Haupt, genau. Immer wieder jeden Tag achtsam mit sich selber sein und Genau. bemerken, im ersten Schritt immer bemerken, ah, da war wieder mein Muster. Genau. Ach, guck mal, da habe ich Ja. mich wieder selber abgewertet. Okay, ich entscheide Genau. mich neu. Ne? Das Ja. bleibt, glaube ich, auch so eine Genau, Aufgabe. dass man, ja, dass man sich nicht abwertet. Aber ich meine, das Leben ist eine Leistungsgesellschaft und es ist schnelllebig. Und wir bewerten ganz schnell. Und wir, ich meine, wir haben zigtausende Gedanken am Tag und wir müssen auch schnell bewerten manchmal. Ne? Das ist, oder einschätzen eine Situation. Das hat prinzipiell einen Sinn, dass unser Genau, Gehirn so genau. tickt. Ne? Nur in vielerlei Hinsicht ist es dann Ja. doch hinderlich, wenn man, Eben. solange man sich das nicht bewusst macht. Ja, aber den Unterschied zu erkennen, ist eben doch schwierig. Ne? Den Unterschied, was ist wirklich wichtig jetzt? Welche Bewertung ist wichtig oder welche nicht? Ne? Also das ist, aber das Leben ist eben nicht einfach. Ne? Das Leben ist komplex und wir sind komplex. Ne? Aber das gebe ich eben im Prinzip in meinen Büchern und auch in meinen Podcast-Folgen immer wieder mit, was ich auch bei mir selber gemerkt habe. Wenn ich nur positiv denke und sage, ach, ich bin gut und ich bin weit gekommen, dann sagt, sag mal, der innere Kritiker, so gut bist du gar nicht. Dann krittelt der rum. Und da bin ich jetzt auf die Idee gekommen,
das ist auch relativ neu, dass ich mir sage, ich bin neutral. Und da ist innerlich Ruhe. Das sagt der Kritiker nichts. Ah, wunderbar. Ich sage, ich bin neutral und der Moment ist neutral. Jetzt, dieser Moment, ist neutral. Und da brauche ich auch keine Angst haben. Genau. Also das hilft mir sehr. Ne? Ja. Dass du dir diesen Satz immer wieder sagst oder so. Genau, das ist wie ein Mantra, genau. Ja, das ist bei mir zum Beispiel immer der Satz, ich bin einverstanden. Ne? Um das aus dem Widerstand rauszukommen, immer wenn irgendwas da draußen passiert, wo du denkst, oh, will ich nicht, ich will den Moment nicht, der soll anders sein. Genau. Ne? Dass du dann sagst, ich bin einverstanden. Das ist richtig, ja, genau. Super. Ja. Und hast du du hast keine Therapie gemacht oder so, oder hast du mal Medikamente genommen? Auch nicht, nein. Weil ich über diese, also wenn es Psychopharmaka sind oder ich weiß nicht, bei Angststörungen, was es da gibt, aber ja, dann nimmt man auch das hat ja solche Nebenwirkungen. Das ist, nee. Das ist wirklich so ein Fass, was man aufmacht, was man sich gut überlegen muss, ob das wirklich notwendig ist, weil es so schwierig ist, das wieder zu schließen. Ja. Ich habe höchstens mit Baldrian und sowas probiert. Ja, da kannst du ja erstmal nicht so viel falsch machen. Genau. Ja, oder so homöopathische Kügelchen, Bachblüten, Restkopfen, ne, all diese Dinge. Da kannst du erstmal nicht so viel mit falsch machen. Ja, aber Wahnsinn, dass du das alleine geschafft hast, ne? Dass du dich dann ich meine, das ist schon, sag ich mal, eine starke Leistung, sag ich mal, aber ich bin noch längst nicht fertig, ne? Also aber ich denke mal, ein lebenslanges Training. Er ist irgendwann fertig. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob du neulich dieses Video gesehen hast, was ich gemacht habe über die therapeutischen Missverständnisse. Da war ein Missverständnis, dass die Leute denken, meine Therapie ist erst dann erfolgreich, wenn ich so richtig fertig bin mit allem. Aber der Moment wird nicht kommen, den gibt es nicht. Der wird, genau. Das ist das. Ja. Und deswegen ist so wichtig, dass man sich auf das fokussiert, was man schon erreicht hat. Ne, dass du in der, sagen wir mal, die Mehrzahl deiner Zeit dich neutral zumindest fühlst. Oder gut. Ne? Also, dass du nicht mehr permanent immer nur in diesem ganz tiefen Loch hängst. Allein das ist schon ein gigantischer Erfolg. Ja. Ne? Wo man sich wirklich die Schulter klopfen darf, was man da erreicht hat. Ja. Und das, also neutral, sage ich immer. Und die Liebe. Was würde die Liebe jetzt machen? Das ist das auch ganz Neue im Prinzip, weil es um uns herum viel passiert oder vieles, ne, ist ja, was auf uns einstürmt. Ja. Und damit man sich da ein bisschen abschirmt oder das ein bisschen immer auch einen Ausgleich in sich schafft, ne? Das innere Kind will geliebt werden. Es ist so, ne? Ja. Ne? Also im Prinzip, was früher versäumt wurde, nicht als Boshaftigkeit, ne? Die Eltern konnten nicht anders, ne? In ihrer Trauer, bei mir jetzt in meinem speziellen Fall. Ja. Ne? Und das muss man sich dann selber geben irgendwo. Ne? Selbstliebe wollen viele nicht hören, aber es ist halt trotzdem Selbstachtung. Ne? Ja, Selbstliebe ist immer noch negativ belegt im Sinne von Selbstverliebtheit und deswegen lehnt man das ab. Genau, man soll sich ja nicht überbewerten und sagen, ich bin die Größte und darum geht es nicht bei Selbstliebe. Ne? Nee. Aber einfach das Innere, den inneren Halt finden, ne? Die Balance, die innere Sicherheit finden. Ne? Dass man immer wieder einen Rückzugsort hat und wenn die Welt noch so um uns herum chaotisch ist, dass man aber einen inneren Halt findet. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, das ist gerade jetzt in dieser Zeit das Wichtigste. Ne? Ja. Und deswegen ist auch so wichtig, dass es Menschen gibt, die so wie du jetzt das auch für andere anbieten. Ne? Habe ich das richtig verstanden, dass du auch persönliche Sitzungen anbietest oder ist das noch nicht, oder ist das noch im Werden oder noch im Beginnen? Das ist im Werden. Ja. Im Beginnen, ja, genau. Genau. Ich hatte gerade eine Idee noch, was ich noch sagen wollte. Ach, die Dankbarkeit, ja, genau. Ja. Das ist auch noch was. Ich mit der Dankbarkeit, ich hatte das damals auch gelesen und da hatte ich fast Wut. Ne? Warum soll ich dankbar sein, wenn es mir so schlecht geht jetzt? Ne? Wofür soll ich dankbar sein? Ne? Ja. Und dann habe ich doch mal überlegt, als ich mit Migräne, mit ganz schwerer Migräne und Übelkeit im Bett lag, ne? Also es ging nichts anderes, und dann habe ich überlegt, ist eigentlich trotzdem schön, dieses weiche Bett zu haben. Ne? Mhm. Ja. Klar. Und wir leben in Frieden. Dann kommt man vom Großen ins Kleine. Ne? Also das ist, aber das sind alles kluge Ratschläge. Und manchmal bin ich selber trotzdem wieder ratlos. Ne? Das sind so Momente, wo ich sage,
ich schreibe es in meinen Büchern und ich sage es in Podcasts und selber zweifle ich trotzdem immer wieder. Ne? Also das kommt das auch ist immer ganz wieder. Normal, das geht mir auch so. Dass ich so manches Mal, wenn bei mir irgendwas getriggert ist im Außen, dass ich dann denke, boah, und ich will mich hier hinstellen und anderen Leuten was erzählen darüber und ich sitze hier selber und bin getriggert. Das ist total normal. Und das ist auch was, was ich in meiner therapeutischen Ausbildung immer wieder gelernt habe, dass uns gesagt wurde, ihr müsst nicht perfekt sein, um anderen helfen zu können. Das ist das nämlich. Ja. Es geht darum, wenn du einfach schon einen Schritt weiter bist, als diejenigen, die jetzt da sind, wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch warst, dann kannst du denen helfen. Du musst dafür nicht perfekt sein. Niemand muss perfekt sein, weil niemand das stimmt, perfekt ne? Ja. Ne? Und deswegen habe ich das. So. Ja, genau. Und manchmal hilft auch vor allem zuhören, jemanden zuhören. Ne? Und deswegen habe ich das als Zuhörfreundin sozusagen angeboten, dieses, ach, wie schön. Was im Werden ist. Cool. Ne? Du hast auch eine Webseite, glaube ich, ne? Genau. www.pausenwege.de Pausenwege.de Weil wir Pausenwege brauchen. Auf die Idee bin ich da gekommen damals. Wir brauchen Pausenwege, um, wenn die Symptome kommen, dass man dann kurz doch mal nachdenken kann. Und da braucht man eine Pause, ne? um nachzudenken, dass es auch nicht schlimmer wird, die Symptome. Ne? Weil man, wenn man das übergeht, werden die Symptome immer schlimmer. Und das ist das Problem. Ne? Und deswegen habe ich es Pausenwege genannt. Schön. Und mein YouTube-Kanal heißt ja auch Pausenwege. Ach, und dann habe ich auch noch einen Podcast. Bei Spotify. Ach so, dein Podcast läuft auf YouTube. Da habe ich auch Podcast und teilweise Videos jetzt. Und dann habe ich noch einen Podcast bei Spotify. Okay. Wir können das nachher alles in der Videobeschreibung dann reinschreiben. Genau. Ne? Nur ich will, wie gesagt, da nicht großartig mich jetzt in den Vordergrund stellen und Werbung machen. Das liegt mir auch nicht so, ne? Aber vielleicht hilft es trotzdem anderen. Ne? Das ist, stimmt. Ja, grad, ich habe damals auch jeden Strohhalm genommen, sozusagen. Ne? Also ich habe jeden Strohhalm mit jedem Buch. Und wenn manche Bücher, es gab auch Bücher, da fand ich total sinnlos. Aber ein Satz hat mir mindestens in jedem Buch geholfen. Ne? Ja. Und ja, das sind so die Strohhalme, die man braucht vielleicht. Ne? Ja, das sind, also für mich sind das Puzzleteile. Genau, oder? Liefert dir ein Puzzleteil oder jeder Therapeut, wo du vielleicht mal einmal gewesen bist und gedacht hast, oh Gott, nie wieder. Genau. Der hat mit Sicherheit irgend so einen Satz gesagt, der dir ein Puzzleteil geliefert hat. Genau, deswegen ist es so wichtig zu akzeptieren, dass dieser Weg so lang und steinig ist und so holperig, weil der Weg ist so. Ne? Und du das, auch wenn du bei Leuten warst, die dir nicht geholfen haben oder Bücher, die dir nicht geholfen haben, du hast mit Sicherheit ein Puzzleteil bekommen und das setzt sich irgendwie zickzackartig zusammen und irgendwann kannst du das Bild erkennen. Ne? Auch wenn da vielleicht noch hier ein Puzzleteilchen fehlt und da noch eins oder so. Ne? Trotzdem so ist das. Bist du dann aus dem Gröbsten raus und kannst das Bild im Puzzle sehen. Ne? Und das ist so mein Bild immer dafür, wenn du da angekommen bist. Super schön. Ist noch irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du gerne noch erzählen, weil es vielleicht für dich ganz wichtig war auf deinem Heilungsweg? Vielleicht irgendwo die drei wichtigsten Dinge, die dir weitergeholfen haben oder so. Wie könntest du das irgendwie so auf drei Punkte zusammenfassen? Ja. Wie gesagt, also nicht abwerten. Punkt 1, das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Sobald negative Gedanken kommen, Stopp sagen. Ne? Irgendwie Stopp. Und dann kommt meistens die Erkenntnis, dass ich mich wieder abgewertet habe. Ne? Mhm. Das ist das Wichtigste. Also sich selber und auch andere nicht vorschnell abwerten. Das ist eigentlich andere auch. Also ich sage mal jetzt als Erkenntnis. Ne? Und dann die zweite Erkenntnis, diese Neutralität, also denken, ich bin neutral und der Moment ist neutral. Mhm. Das ist, da kommt nicht der, wie gesagt, der innere Kritiker, der dann sagt, ach, so gut bist du nicht, wenn man sagen würde, ich bin gut und ich bin besser geworden. Also neutral sein. Alles neutral. Und wir sind ja auch neutral. Von einem Zahlenstrahl, von sehr negativ bis sehr positiv, sagen wir mal so, bewegen wir uns ja ständig auf und ab oder auf dem Zahlenstrahl hin und her. Ne? Und wer sagt schon, was gut und was böse ist und was schlecht und falsch und richtig ist? Ne? Also keiner kann es doch richtig sagen. Also richtig sagen. Keiner kann sagen, was richtig oder falsch ist. Ne? Ja. Und das ist das, wo ich mir jetzt sage, wenn ich mich abwerte und ich werde auch von außen gespiegelt, ja, der andere
warum soll ich falsch sein oder warum soll das schlecht sein, was ich mache? Der andere ist genauso viel wert wie ich. Ne? Warum soll ich schlechter sein als der andere? Ne? Also das ist das Wichtigste, dass man sich eben nicht abwertet. Ja. Und immer an die Liebe denken. Ne? Und Liebe hat wirklich mit Dankbarkeit zu tun. Und wenn es einem ganz schlecht geht, findet man trotzdem immer noch irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Und wenn es das gemütliche Bett ist, wenn man krank im Bett liegt. Ne? Also es gibt immer noch irgendwas. Ne? Und es ist zwar jetzt, wenn man guter Laune ist, ist es einfach, sowas zu sagen. Ne? Es ist schwierig, wenn man wirklich wieder in so einem tiefen Tal drin ist. Ne? Also das ist dann auch nie leicht. Aber am Ende immer denken neutral. Das ist vielleicht das von den Erkenntnissen her das Wichtigste, was ich da bekommen habe. Ja, und dann einfach Schritt für Schritt durch jeden Tag da durchgehen, durch seinen Alltag gehen und das immer wieder anwenden. Ne? Genau. Also diese was ich meine drei Schlüssel der Heilung genannt habe, Bewusstheit, Dankbarkeit und Liebe, war das. Ja, genau. Das ist das genau. Das, also du bist zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen. Das ist genau, das ist ja. Ja, das ist ganz klar, genau das. Und das kannst du eben auch in jeder noch so kleinen Alltagssituation anwenden. Ja, genau. Ne? Und egal, was dir da passiert. Und auch, ich finde es auch wirklich wichtig, dieses sich selber nicht abwerten und auch andere nicht abwerten, weil das jetzt aktuell eben so häufig passiert. Ja, ja. Ne? Dass Menschen sich gegenseitig abwerten, ohne die Geschichte des anderen zu kennen oder so. Ne? Ja. Genau. Und du darfst auch bei dir immer wieder dir deiner Geschichte bewusst sein. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, ach, dann habe ich wieder da und ne. Ja. Dass du dann dir immer wieder klar machst, ja, das liegt daran, dass ich in meiner Geschichte, in meiner Kindheit das und das erlebt habe. Und das ist ganz natürlich, dass ich jetzt das und das Problem deswegen habe. Aber jetzt, wo ich es mir bewusst gemacht habe, kann ich mich ja anders entscheiden. Ja, es hat immer einen Grund. Ne? Ja, ja, alles hat einen Grund. Das finde ich auch ganz wichtig, sich klar zu machen. Okay. Vielen Dank, liebe Andrea. Wenn dir noch irgendwas einfällt, was du gerne sagen möchtest, dann wäre jetzt Gelegenheit. Gut, das Abschlusswort. Ja, genau. Nee. Glaubt an euch. Kann man nur immer wieder sagen, verlier den Glauben nicht an dich selber und gib nicht auf. Gib dich selber nicht auf. Ja. Und du bist stärker, als du denkst. Aber oft denkt man es nicht, ne? Also, dass wir stark sind. Ja, es fühlt sich nicht so an, ne? Ja, aber genau. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Ja, vielen gerne. Dank. Und wer sich bei Andrea melden möchte, guckt einfach in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links, da findet ihr den Podcast und ihre Webseite. Und ja, wenn ihr an irgendeiner Stelle das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, ihr könnt euch natürlich auch gerne bei mir melden. Ihr könnt euch aber auch gerne bei Andrea melden, wenn es darum geht, einfach ein bisschen Gesprächspartner zu haben, der sich auskennt mit der Materie und euch wieder so ein bisschen positiv bestärken kann und zurück auf die Schiene setzen kann. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Therapeut. Nicht wie du, Sabine. Nee, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Ja, das ist Richtungen, genau. Du bist der Fachmann, Fachfrau sozusagen und ich bin das Kleinere, die Zuhörfreundin, sagen wir mal so. Ich will es nicht kleiner nennen. Aber zum Zuhören. Okay, ganz vielen lieben Dank. Ich danke dir auch, Ihr dürft natürlich auch unser Video jetzt gerne liken. Ihr dürft meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft natürlich auch Andreas Kanal abonnieren. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.